Hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen ja zu diesem Video. Ja, in diesem Video möchte ich mal darauf eingehen, ist Network Marketing eigentlich seriös oder ist das ein Betrug? Dann würde ich gerne ganz kurz darauf eingehen, was Network Marketing eigentlich ist, welche Kernaufgaben die Menschen im Network Marketing, die im Network Marketing tätig sind, haben. Und ich würde natürlich auch gerne darauf eingehen, was die Vorteile von Network Marketing sind und wie du ja neue Partner gewinnst. So, und da das ein straffes Programm ist, gehen wir jetzt schnell durch. Ja, hin und wieder bekomme ich einen Kommentar oder eine Nachricht per Mail, per WhatsApp, wie auch immer, dass im Network Marketing ja eigentlich nur die Oberen Geld verdienen, ja, und dass viele da einfach auf der Strecke bleiben. Und da muss ich einfach ganz klar sagen, bei einem seriösen Network Marketing Unternehmen ist es definitiv nicht so, dass nur die Oberen Geld verdienen. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass Menschen, die eine gewisse Leistung erbracht haben, in der Regel mehr verdienen als Menschen, die eben halt noch nicht diese Leistung gebracht haben. Du kannst da in jedes Unternehmen reingucken. Ich sage mal, der CEO von Coca-Cola verdient auch mehr wie die Person, die am Fließband dann arbeitet, ja, und die Maschinen steuert. Also man kann das so nicht sagen. Aber ich weiß ja schon, was dahinter häufig gemeint ist, ja. Es gibt natürlich auch unseriöse Unternehmen, es gibt natürlich auch Schneeballsysteme, ja, das ist alles durchaus möglich, ja. Aber nicht, es gibt schwarze Schafe im Network Marketing, es gibt schwarze Schafe bei den Handwerkern, es gibt schwarze Schafe bei den Ärzten, es gibt in jeder Branche Menschen, die machen das Ganze besser und es gibt Menschen, die sind halt schwarze Schafe, ja. Und so gilt es natürlich auch für Unternehmen. Es gibt Branchen, da gibt es eben halt Unternehmen, die nicht seriös arbeiten. Es gibt Unternehmen, die seriös arbeiten. Und deswegen möchte ich einfach mal, anstatt jetzt hier drauf einzugehen, ist es seriös, ist es nicht seriös, einfach mal kurz dir ein paar Punkte an die Hand geben, wie du ein seriöses Unternehmen von einem Schneeballsystem unterscheiden kannst. Bezüglich Produkte, Preis und Qualität, ja, hast du in einem Schneeballsystem in der Regel kein nachgefragtes Produkt. Das heißt, dort wird es auch keine Endkunden geben. Ja? Das heißt, du hast dort häufig, wird dort nur dann Geld verdient, wenn du neue Menschen in das Unternehmen bringst. Ne? Aber in einem seriösen Unternehmen, ja, in einem seriösen Network-Marketing-Unternehmen gibt es ein klassisches Endkundenprodukt, meist sogar mehrere. Und die Produkte haben auch eine gewisse Nachfrage, sodass dort auch mehr Kunden zu finden sind als Vertriebspartner. Ja. Was die Unternehmen betrifft, sind seriöse Unternehmen natürlich transparent, einsehbar. Die haben eine echte Firmenadresse, dort kann man auch dann anrufen. Es gibt ein Impressum auf der Webseite, ja, sodass das alles klar und transparent ist, ja, wo der Firmensitz ist und so weiter. In der Regel gibt es bei einem seriösen Unternehmen auch keine hohen Einstiegskosten, beziehungsweise die Kosten sind sehr überschaubar, während hingegen bei einem Schneeballsystem es in der Regel sehr hohe Einstiegskosten gibt, weil natürlich das Geld, was dort eingenommen wird, dann eben halt auch an andere wiederverteilt werden muss. Ne? Man muss also die Versprechen, die man anderen gegeben hat, ja irgendwo dann auch halten. Ne? Und deswegen macht es das auch notwendig, dass immer wieder neue dazukommen, weil wenn keine neuen dazukommen, ja, dann kann ich natürlich die Versprechen, die ich vorher gegeben habe, nicht mehr einhalten und die Leute auch nicht mehr auszahlen, ja. Bei einem seriösen Unternehmen, ja, musst du keine neuen Menschen ins Unternehmen bringen, ja, weil du kannst rein durch die Gewinnung neuer Kunden dir ja ein Unternehmen aufbauen, eine Existenz aufbauen, ja. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Und nochmal auf das Thema Verdienst einzugehen, das ist mir da auch ganz wichtig. Du kannst, egal wann du anfängst, immer mehr verdienen als deine Ableihen. Und du kannst erfolgreicher sein als deine Ableihen. Ja, das ist definitiv so. Während bei einem Schneeballsystem, und da muss ich dann der Aussage zustimmen, da verdient immer nur der, ja, oder verdienen immer nur die, die rechtzeitig eingestiegen sind, und der als letztes dazukommt, ja, den beißen dann sozusagen die Hunde. Ja, also das einfach mal so vorneweg. Network Marketing ist im Prinzip einfach ein Vertriebssystem. Schau, du kannst Produkte über den Versandhandel beziehen, über den stationären Handel oder eben halt auch über den klassischen Vertrieb, ja, wie Direktvertrieb,
Strukturvertrieb, was so quasi oder Network Marketing, was halt quasi so Sonderformen des Direktvertriebs sind. Und der Unterschied zwischen einem klassischen Vertrieb, wo du einfach nur deine Kunden gewinnst, ist im Network Marketing oder auch im Strukturvertrieb der, dass du deine Arbeitskraft dadurch multiplizieren kannst, dass du die Möglichkeit hast, ich sage mal, weitere Vertriebspartner zu gewinnen, ja, diese dann auszubilden, zu schulen und umso besser die Leute quasi dann das Geschäft auch selbst ausüben, desto mehr profitierst du natürlich dann auch finanziell dran. Ja, das heißt, du kannst zum einen Kunden gewinnen und das sind im Prinzip die Hauptaufgaben, die man im Network Marketing hat, das Gewinnen neuer Kunden. Und wer das möchte, ja, also es ist keine Bedingung, sondern es ist eine zusätzliche Option, wer das möchte, ja, der kann quasi sich ein eigenes Vertriebspartnernetzwerk aufbauen und kann neue Vertriebspartner rekrutieren, diese ausbilden und ihnen zeigen, wie das Geschäft funktioniert. Ja, so, und der Vorteil ist, wenn du dich nicht nur auf die reine Kundengewinnung fokussierst, ich meine, bei uns ist das zum Beispiel so, du kannst allein durch das Gewinnen neuer Kunden dir ja natürlich Folgeprovisionen aufbauen und dir ja ein monatliches wiederkehrendes Einkommen aufbauen. Du kannst aber das Ganze natürlich auch dementsprechend multiplizieren, indem du weitere Vertriebspartner gewinnst für dein Unternehmen und diese dann ausbildest, schulst, ihnen zeigst, wie das Geschäft funktioniert. Und dann wirst du auch zusätzlich an den Umsätzen, die diese Teampartner generieren, wirst du dann natürlich finanziell daran beteiligt. Und das ist ja auch nur mehr als fair, weil du hast ja im Prinzip auch Zeit investiert, ja, in die Menschen und hast den Menschen natürlich auch gezeigt, wie das Geschäft funktioniert. Ja. So, und der Vorteil ist einfach, durch das, dass du diese zusätzliche Option hast, ja, kannst du nicht nur an der Kundengewinnung partizipieren, sondern du kannst auch deine Arbeitskraft quasi multiplizieren. Ja? Und es ist sogar so, wenn du jetzt, ich sag mal, klassisch im Direktvertrieb startest und nur deine Kundengewinnung, sage ich mal, betreibst, dann kann es sogar sein, dass du von Beginn an mehr verdienst, wie wenn du jetzt dir eine eigene Struktur durch Network Marketing aufbaust. Und das liegt einfach daran, ja, weil du ja, du hast, sagen wir mal, 8 Stunden täglich Zeit und diese 8 Stunden täglich, die verbringst du damit, neue Kunden zu gewinnen, bestehende Kunden ja, zu binden, die Kundenbeziehung weiter auszubauen, neue Produkte zu verkaufen etc. In der Zeit kannst du natürlich dann Umsatz generieren. Wenn du dir jetzt ein Team aufbaust, ja, dann hast du ja am Anfang, fängst du an, die ersten Vertriebspartner zu gewinnen, dann musst du diese ausbilden, schulen, diese Zeit fehlt dir natürlich an anderer Stelle, um eigene Kunden dann zu gewinnen. Ja? So, und deswegen kann es durchaus sein, dass du vom Einkommen her gesehen im klassischen Verkauf, ja, im klassischen Direktvertrieb erstmal mehr verdienst, wie wenn du ein Team aufbaust. Im Laufe der Zeit wird es aber so sein, dass umso mehr Partner du dazu bekommst, die ihre Chance sehen, die das Geschäft verstehen, die deinen Ratschlägen dann dementsprechend folgen, die Tipps, die du ihnen gibst, umsetzt, wirst du deine Arbeitskraft quasi vervielfältigen, weil irgendwann, ja, wissen die Menschen, wie das Geschäft funktioniert. Das heißt, sie brauchen dich vom Zeitaufwand immer weniger, ja, und können sich immer mehr darauf konzentrieren, ihr Geschäft aufzubauen. Und ja, und dementsprechend kannst du natürlich dann auch dein Einkommen erhöhen, ja, während dein Arbeitseinsatz zeitlich gesehen, ja, dein zeitliches Investment sinkt, ja. Ganz klar, wenn du alleine arbeitest, hast du maximal 24 Stunden täglich, die du für die Kundengewinnung ja, aufbringen kannst. Wenn du 100 Teampartner hast, dann hast du ja 100 mal die 24 Stunden. Und das bewirkt halt, dass du irgendwann an einen Punkt kommst, ja, wo natürlich deine Arbeitszeit, sagen wir mal, gleich bleibt, aber dein Einkommen in die Höhe schnellt, ja, ohne dass du mehr Zeit aufwenden musst. Im klassischen Verkauf ist es natürlich so, wenn du mehr verdienen willst, musst du natürlich mehr Verkäufe erzielen. Ja? So, und das ist im Prinzip so diesen Unterschied, den man für sich erkennen muss. Und
Ja, und das ist der Vorteil von Network Marketing. Ja, also Network Marketing ist nicht, dass du gezwungen bist, dir eine Vertriebspartnerorganisation aufzubauen, sondern es ist einfach ein klasse Bonus, den du zusätzlich machen kannst und machen solltest, weil das natürlich auch den Reiz von Network Marketing dementsprechend ausmacht. Ne? Gut, aber wie gewinnst du jetzt diese Vertriebspartner? Da möchte ich dir einfach zeigen, wie ich für mich da vorgehe. Und zwar möchte ich dir meine drei Favoriten zeigen. Das ist zum einen Pay-per-Click-Marketing. Das heißt, du schaltest Werbeanzeigen und immer wenn jemand auf die Werbeanzeige draufklickt, dann musst du einen gewissen Betrag bezahlen. Und ja, und dann werden diese quasi auf eine Landingpage weitergeleitet, ja, wo sie quasi ihre E-Mail-Adresse, ihre Kontaktdaten hinterlassen können, um weitere Informationen anzufordern. Und dann bekommen die ein automatisiertes E-Mail-Marketing, also automatisiertes E-Mail-Follow-up ist dort dahinter geschaltet. Das heißt, wenn sich jemand einträgt, dann gehen immer zu bestimmten Zeitpunkten, die vorher festgelegt sind, die E-Mails sind geschrieben, bekommen unsere Partner dann alles quasi so schlüsselfertig auch mit an die Hand, wenn sie das möchten. Und dann beginnt quasi, werden die Leute vorinformiert, die bekommen verschiedenste E-Mails zu verschiedenen Themen, die wichtig sind, um sich eine Meinung zu bilden. Das heißt, wir führen die Menschen quasi von ihrer Ausgangssituation dahin, dass sie eine Entscheidung entweder dafür oder dagegen treffen können. Und ja, und das ist eine Möglichkeit, immer mehr neue Teampartner zu gewinnen, ja, indem du bezahlte Werbeanzeigen schaltest. Und das sieht dann bei uns so aus, ja, dass immer wenn wir 30 Leads, also 30 Menschen, die auf der Webseite ihre Kontaktdaten hinterlassen haben, wenn sich 30 dort eintragen, dann haben wir in etwa 1 bis 2 Teampartneranbindungen. Ja, so, also, und das bedeutet für uns, das Ganze macht es skalierbar und macht das Ganze auch berechenbar. Wenn du jetzt, nehmen wir mal einfach an, du zahlst für einen Klick auf diese Werbeanzeige 50 Cent und bei 10 Klicks, ja, trägt sich eine Person quasi in diesen Funnel ein. So, das heißt, wir brauchen ja 30 Leads, damit wir einen Teampartner haben. Und jetzt gehen wir einfach mal folgende Rechnung durch. Mal angenommen, wir haben 2 Teampartner bei 30 Leads. Ja, dann brauchen wir also 15 Leads für einen Teampartner im Schnitt. So, und 15 Leads brauchen wir. Jeder Zehnte wird ja Teampartner. Jeder Zehnte wird, trägt sich quasi ein. Dann brauchen wir im Prinzip 15 Leads, also 150 Klicks, ja, auf die Anzeige, damit wir wissen, okay, dann haben wir einen Teampartner. Ja. So, und bei 150 Klicks, wenn der Klickpreis 50 Cent kostet, dann sind es 75 Euro. Das heißt, ich weiß dann in diesem Beispiel, okay, immer wenn ich 75 Euro investiere, habe ich 2 neue Teampartneranbindungen. Ja. So, und das macht das Ganze natürlich skalierbar und weiß ich dann auch ganz genau, okay, wie hoch ist mein Werbebudget monatlich und ich weiß, wie viele Teampartner ich darüber generieren kann. Ja, und das entscheidest ja du, wie hoch dein Werbebudget dann letzten Endes ist. So, und dann gibt es 2 Dinge, die ich dann zusätzlich favorisiere zu bezahlten Werbeanzeigen. Das ist einmal der Bereich Blogging. Da findest du ja auch viele Artikel auf meinem Blog oliverschirmer.de. Das ist aber nur so am Rande. Ich werde auch diese Artikel, die ich dir hier jetzt gerade zeige, dann auch nochmal verlinken unterhalb des Videos. Das heißt, auch hier gleiches Prinzip. Das heißt, ich schaue, dass ich, egal ob ich jetzt ein YouTube-Video mache oder einen Blogartikel erstelle, dass ich den Menschen ja eine Hilfestellung gebe, ja, dass ich ihnen zeige, wie sie gewisse Dinge besser machen können. Ja, wenn sie Probleme in bestimmten Bereichen haben, versuche ich dafür Hilfestellungen zu geben und biete dann natürlich auch weiterführende Informationen an. So, und die Menschen, die sich die Videos anschauen, die Blogartikel durchlesen, die tragen sich dann ein, wollen weitere Informationen, wollen mit mir zusammenarbeiten, kriegen dann ebenfalls die Informationen. Ja, so, und so kannst du quasi das Internet, ja, dafür nutzen, neue Vertriebspartner zu generieren, ja, und
ja, oder neue Anfragen, neue Kontakte zu generieren. Ja, und das ist letzten Endes das Entscheidende im Network Marketing. Und dann, wenn die Menschen entweder direkt bei dir eingestiegen sind oder wenn sie eine Anfrage an dich gestellt haben, dann liegt es an dir, dass du natürlich dann auch dementsprechend dann deine Hausaufgaben gemacht hast, auf die Menschen zugehst, mit den Menschen in Kontakt trittst, ja, und mit den Menschen ja, dementsprechend einen Termin vereinbarst, mit ihnen sprichst und die Menschen dann einschreibst, sofern sie das nicht selbst gemacht haben. Ja, gut, also ich hoffe, ich konnte dir jetzt auch in diesem Video so ein bisschen ja, ein paar Hilfestellungen geben, ja, ein paar kleine Impulse. Freue mich natürlich, wenn du, wenn das Video für dich interessant war, wenn du das Video mit deinem Netzwerk teilst, dem Video einen Daumen hoch gibst und ja, mich würde natürlich auch interessieren, wie du ja, zum Thema Network Marketing stehst und deshalb würde ich mich freuen, wenn du mir einen Kommentar unterhalb des Videos hinterlässt. In diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.